Die Infektion von Robert Weber. Regie Annette Kurt. Und ihr hört immer noch die Sendung Nachtaktiv auf 102,4. Die Sendung für alle Nachtaktiven, bis der Tag graut. Scheinbar ist es eine ruhige Nacht, ohne besondere Vorfälle. Der Polizeibericht meldet nur ein paar kleine Schlägereien im Bereich des Brüsseler Platzes. Leute, das muss doch nicht sein. Vertragt euch doch. Falls ihr ein Problem habt, könnt ihr mich natürlich wie immer anrufen unter der 0800-2122-4567. Euer Cooper ist immer für euch da und unsere nächste Anruferin in der Leitung ist Sandra. Hallo Sandra, was hast du auf dem Herzen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte dich umbringen, dieses Schwein. Heul doch, du blöde Tussi. Jetzt beruhig dich doch erstmal, Sandra. Worum geht's? Wen willst du umbringen und warum? Wenn er mir wenigstens was gesagt hätte. Ich meine, so ein Ausrutscher, das hätte ich ja noch verstanden. Aber ausgerechnet mit Lisa. Wer zur Hölle ist Lisa? Wer ist Lisa? Lisa war meine beste Freundin. Kann die sich nicht ihren eigenen Kerl suchen? Nicht schon wieder die alte Leier. Können die sich nicht mal was anderes einfallen? Also, dein Freund oder Mann hat dich mit deiner besten Freundin be... Das ist bitter. Okay, ja, das ist bitter, ja, in der Tat. Was soll ich denn jetzt machen? Habt ihr drei euch mal deswegen zusammengesetzt? Du, dein Mann und Lisa? Nein. Er ist einfach ausgezogen. Habt ihr denn vorher nie über eure Probleme gesprochen? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich wollte, aber er war eben nicht. Das Ding ist gut. Hallo? Ich hätte dich fast überfahren. Ich rede mit dir. Hey. Tussi. Hallo? Alles in Ordnung? Hast du denn irgendjemanden, der jetzt zu dir hält, mit dem du sonst noch sprechen kannst? Verwandte, Freunde, sonstiges? Nein, nicht wirklich. Deshalb rufe ich doch an, du Depp. Hey, Guppa, wie ist es eigentlich, wenn man Schwänze lutscht? Du bist wirklich der größte Vollidiot auf diesem Planeten. Ja, du mich auch. Also, Sandra, geht's offenbar besser? Und wir hören jetzt erstmal eine Runde Musik, meine Freunde. Was für eine blöde Ziege. Die hat mir direkt ins Gesicht gekotzt. Sie hat was? Ja, die ist mir vors Auto gebaselt. Irgendwie voll Drogen, betrunken, keine Ahnung. Ja, vielleicht hätten mir fast die Scheiben zerdrückt, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal nach Hause duschen und mich umziehen. Mann, Gonzo, ausgerechnet heute. Ich wollte Claudia abholen, die hat heute eine halbe Nachtschicht übernommen. Ich schaff das nicht vorher. Ja. Um vier, denke ich. Gut, also dann bis vier. Aber komm dann auch um vier, okay? Ja, um vier. Alles klar. Bis dann. Mann, was für eine Scheißnacht. Ulrike Altammer am Apparat. Hi Ulrike, ich bin's, Cooper. Sag mal, ist Claudia gerade in der Nähe? Hi Cooper. Vor 5 Minuten ist sie an mir vorbeigerauscht. Sie ist, glaube ich, gerade in der Notaufnahme. Heute ist echt die Hölle los. Ständig werden Leute eingeliefert. Soll ich ihr was ausrichten? Ja, sag ihr, sie soll mich zurückrufen. Nee, oder sag ihr, dass ich sie nicht abholen kann. Ich muss hier länger im Studio bleiben. Sie soll sich einfach ein Taxi nehmen, okay? Mach ich. Ich hoffe, ich denk dran. Hey, hallo, sie! Sie können hier nicht einfach durch. Hallo. Und ich brauche dringend einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Und ihr hört immer noch die Sendung Nachtaktiv. Die Sendung für die Nachtaktiven, bis der Tag graut. Und hier erreicht uns gerade eine Verkehrsmeldung, die ziemlich ungewöhnlich ist mitten in der Nacht. Hört Nachtaktiv und ihr hört schneller als die Polizei erlaubt. Dem CB-Funk sei Dank. Jens 23 QRZ, hier Cooper 102,4. Was ist wohl los? Hi Cooper, hier Jens 23, bin QRV. Ich stehe hier mit meinem Baby vor der Zugbrücke im Stau und auf
der Brücke ist eine Riesenblechparty, alles ineinander verkeilt. Hier kommt heute Nacht erstmal keiner mehr durch. Und, gibt's Verletzte? Wie ist die Lage? Ich habe schon zwei, drei Leute gesehen, die ziemlich angeschlagen aussahen. Aber die sind jetzt wohl schon mit dem Krankenwagen unterwegs. Die Kojaks versuchen hier mittlerweile auch das Chaos zu ordnen, aber das wird sicher noch was dauern. Danke, Jens 23, und viel Glück, dass du bald aus dem Stau raus bist und 2 Meter machen kannst. Danke. QRT und Ende. Also, ihr habt's gehört, Leute, auf der Zoobrücke sind mehrere Autos ineinander gefahren. Inzwischen habe ich auch die Meldung von der Polizei. Die Brücke ist bis auf Weiteres gesperrt. Und wer ist unser nächster Anrufer? Hallo? Kannst du vielleicht dein Radio leise drehen? Wir haben ja sonst eine Rückkopplung. Hallo? Die Witzbolde sind in dieser Nacht aber echt schwer am Start. Und ihr hört immer noch Nachtaktiv, die Sendung mit dem offenen Ohr für alle, die an Schlaflosigkeit leiden. Und wenn ihr mich anrufen wollt, könnt ihr das nach dem nächsten Titel unter der 0800 2122 4567 machen. Mann, jetzt geh schon ran. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mein Handy brummt die ganze Zeit wie wild. Kannst du nicht warten, bis Musik läuft? Es tut mir leid, Alter, aber ich glaube, du musst die Sendung heute allein fahren. Ja. Mir geht's total beschissen. Die Frau hat mich wahrscheinlich mit irgendwas angesteckt. Wie das denn? Das ist doch gerade mal 10 Minuten her. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, wenn ich's überhaupt ins Krankenhaus schaffe. Mach keinen Scheiß, Gonzo. Ruf lieber den Notarzt. Nicht, dass du mir hinterm Steuer zusammenklappst. Hörst du das? Ja, das sieht so aus, als hätten die heute Nacht genug zu tun. Es muss ein Großbrand sein oder sowas. Keine Ahnung. Okay, Gonzo. Fährst du in die Uniklinik? Ja, in die nächste. Claudia hat Schicht, kann sich aber ihr melden. Und dann kannst du ja auch gleich sagen, dass ich heute Nacht nicht nach Hause komme, ja? Mach ich. Ich melde mich morgen. Okay, halt die Ohren steif. Ja. But every time I look into your big gray eyes, a feeling grows inside of me that makes me wanna fly. Through the freezing midnight air to circle around the moon, 'cause girl, you better believe you when I land on next to you. Cooper hat vorhin angerufen. Er meinte, er kann dich nachher nicht abholen. Aber wenigstens klappt heute mal unser Time. Ich komme hier von morgen früh sowieso nicht weg. Ach, verdammt, da misst schon wieder einer. Wenn er nochmal anruft, sagst du ihm bitte, was hier los ist. Er soll nicht auf mich warten. Okay. Danke. Dr. Höchner, bitte in den Konferenzraum 7. Ja, was denn jetzt? Dr. Höchner, bitte. Mal. Ich werde dir nicht fürs Quatschen bezahlt. Hey, Christian, sag mal, bin ich die einzige Ärztin, die heute Dienst hat? Da hat sich gerade einer selbst eingeliefert, Mann. Der hat fast 2 Rettungssanitäter in der Einfahrt überfahren. Ein Wunder, dass er es überhaupt mit dem Auto hergeschafft hat. Und der sagt, der kennt dich. Wo ist der? Kommt gerade auf dich zugerollt. Hat mindestens 42 Fieber. Wir mussten ihn aus dem Wagen ziehen. Konnte nicht mal mehr alleine aussteigen. Scheiße, das ist ja Gonzo. Gonzo, Mann, der macht vielleicht Sachen. Wie hoch ist dein Blutdruck? 135 zu 112 steigen. Symptome genau wie bei den anderen. Sagst du nicht gern, Gonzo, aber du siehst beschissen aus. Als ob ich hier gut ausgesehen hätte. Cooper lässt dir ausrichten, dass er heute später kommt. Du siehst ja, du musst meine Schicht mit übernehmen. Besser denn, du spritzt mir schnell. Scheiße, sein Blutdruck steigt weiter. 160 zu 130. Genau wie bei den anderen, bloß schlimmer. Entweder schleppt er das schon länger mit sich rum oder es ist bei ihm aggressiver. Sofort EKG fertig machen, außerdem Sauerstoff und Infusion vorbereiten. EKG schnell! Es heißt, Sauerstoff, dass das ganze Leben an einem vorbeizieht. Naja, also wahrscheinlich gibt es bei mir nichts, was vorbeiziehen kann. Auch der Tunnel und das Licht am Ende. Alles Quatsch. Nur Dunkelheit, Gefühllosigkeit,
Absolute Stille. Wie lange dauert es eigentlich, bis man tot ist? Ich meine, so richtig, richtig tot. Hm? So toter als tot. Wann hört das Gehirn auf, Neuronen abzufeuern? Eine Minute? 5 Minuten? 10? Es dauert genau 10 Sätze lang. Der Mann ist tot. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Hey Süße, gut, dass du anrufst. Ich bin gerade auf Air. Ich habe schon versucht, dich zu erreichen. Sag mal, Gonzo hat sich irgendwas eingefangen und ist auf dem Weg zu euch ins Krankenhaus. Claudia? Claudia, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Gonzo ist tot. Was? Er ist tot. Tot, 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 tot. Er ist mir gerade unter den Fingern weggestorben. Aber ich hab doch gerade noch mit ihm gesprochen. Wann war das? Wie ist das? Ich meine, vor einer Stunde. Ich hab mich noch aufgeregt, weil er... Das gibt's doch nicht. Ich hab ihm gleich gesagt, er soll den Notarzt rufen. Verdammt nochmal, Gott, ich hab dir doch gesagt, ruf einen Notarzt. Er hat's noch hierher geschafft. 5 Minuten später war er tot. Das ist... Wir wissen noch nicht, was es ist. Ein Virus oder... Ich weiß, wir wissen es nicht. Mein Gott, was ist denn da los? Ich kann jetzt nicht. Claudia! Wir sehen uns morgen! Claudia! Always look on the bright side of life. Oh, ein prominenter Gast in unseren heiligen Hallen. Was? Der hier, der hat diese Nachtsendung moderiert. Du weißt schon, in der die Heulsusen immer anrufen. Mein Mann hat mit meiner besten Freundin geschlafen, jetzt bin ich schwanger. Du weißt schon. Nee, der sieht anders aus. Viel größer. Der ist doch mit der einen Ärztin zusammen. Ja, der war mit bei der Weihnachtsfeier. Nee, das hier ist der andere. Nachtaktiv, Cooper und Gonzo. Und der hat eben die zweite Nachthälfte moderiert. Na, heute wird ja wohl nichts mehr draus. Haben der Herr reserviert? Ja, da haben der Herr aber Glück, dass wir noch etwas frei haben. Zahlen der Herr bar und mit Kreditkarte? Wann wünschen der Herr geweckt zu werden? Nummer 5. Sie, mit Blick aufs Meer. 1, 2 und... Und falls der Herr noch etwas benötigen sollte, rufen Sie einfach den Zimmerservice. Woran ist denn der eigentlich gestorben? Sieht ja nicht gerade gut aus. Bestimmt nicht älter als ich. Keine Ahnung. So wie der aussieht, Leberzirrhose. Always look on the bright side of life. So wie sich die Lage hier darstellt, hatten wir keine andere Wahl. Nach dem 5. Fall haben wir das Gesundheitsamt aus dem Bett gedrängelt und die ersten Proben sind auf dem Weg zum Robert-Koch-Institut. Ach, Frau Dr. Hölscher, nett, dass Sie uns auch endlich die Ehre erweisen. Bitte? Hey, setzen Sie sich. Ja, setz dich hin. Wie ich also bereits sagte, was ist denn mit dir los? Das Gesundheitsamt ist informiert, das Robert-Koch-Institut eingeschaltet. Aufgrund der Vielzahl der eingelieferten Fälle während der letzten 2 Stunden ist man verständlicherweise extrem beunruhigt. Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ist angewiesen worden, alle Patienten mit ähnlichen Symptomen an uns zu überstellen. Ja, Dr. Krohn? Hat man denn die Möglichkeit eines bioterroristischen Anschlags in Betracht gezogen? Das Landeskriminalamt ist bereits eingeschaltet. Der Krisenstab denkt in alle Richtungen. Krisenstab? Wovon sprechen wir hier eigentlich? Wir sprechen hier von der Möglichkeit eines bioterroristischen Anschlags. Wir sprechen hier möglicherweise von einem eingeschleppten Erreger. Glauben Sie doch wohl selber nicht. Wir sprechen hier davon, dass möglicherweise ein Virus mutiert ist oder dass wir es mit einem völlig neuartigen Krankheitserreger zu tun haben. Wir sprechen von einem Massenanfall von Infektionskranken und davon, dass in Kürze Seuchenalarm ausgerufen wird. Was bedeutet, dass morgen früh hier in Köln das totale Chaos ausbricht?
Professor Klein als leitender Virologe fasst noch einmal zusammen. Bitte, Herr Professor Klein. Gegen Mitternacht wurde der erste Patient eingeliefert. Um 1 Uhr waren es 6. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Gesundheitsamt verständigt. Bereits eine Stunde später hat sich die Zahl der Einlieferungen mit gleichen Symptomen vervierfacht. Das kann nicht wahr sein. Im Moment haben wir 94 Patienten auf Station 5, so gut es geht, isoliert. Wie Sie wissen, haben wir ja keine eigene Isolierstation hier. Die nächste befindet sich in Dortmund, aber ein Transport ist viel zu gefährlich und daher unmöglich. Spezielle Transportfahrzeuge gibt es ohnehin bundesweit nur 3, das kommt also schon von daher nicht in Frage. In unserer provisorischen Isolation befinden sich übrigens auch ein Arzt und 2 unserer Schwestern. Etwa 3/4 der Patienten weisen Bissspuren auf, die sie sich möglicherweise selbst beigebracht haben. Wir klären das gerade. Wie? Die Patienten? Sich selbst? Sollen sich selbst gebissen haben? Wie gesagt, wir wissen das nicht genau. Möglicherweise stammen die Bisse auch von Tieren. Ach, das kommt doch mal. Bitte, bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie Professor Klein doch bitte ausreden. Die Patienten leiden unter hohem Fieber, krampfartigen Zuständen und in vielen Fällen kommt es zu Vomitationen. Einige Patienten mussten fixiert werden, da sie sich ohne jeden Anlass plötzlich extrem aggressiv verhalten haben. Dabei wurden die erwähnten Mitarbeiter verletzt und haben sich vermutlich auf diese Weise infiziert, was den Schluss zulässt, dass das Virus durch Körperflüssigkeiten übertragen wird. Der erwähnte Arzt hat keine Wunden, kam jedoch massiv mit dem Erbrochenen eines Patienten in Kontakt. Wie dem auch sei. Ich habe mit dem zuständigen Kollegen vom Robert-Koch-Institut gesprochen und unser erster Verdacht geht dahin, dass es sich um einen mutierten Stamm des Lyssa-Virus handeln könnte. Tollwut? Ja, das würde auch die Bissverletzungen und das aggressive Verhalten erklären. Auch die Lähmungserscheinungen, die grippeähnlichen Symptome und so weiter. Allerdings beträgt die Inkubationszeit des normalen Lyssa-Virus 4 bis 8 Wochen, während wir hier von weniger als einer Stunde sprechen. Und wie Sie wissen, ist selbst bei der normalen Lyssa keine Heilung mehr möglich, wenn keine Postexpositionsprophylaxe durchgeführt wird. Schon bei der normalen Tollwut haben Sie nur 24 Stunden für diese Maßnahme. Und wir haben es hier vermutlich mit einer bösartigen Mutation zu tun. Wir haben bislang zwar noch keinen Todesfall, aber wir sollten Moment, uns... Einen Moment, Frau Dr. Hölscher, bitte. Aber wir sollten uns auf jeden Fall darauf einstellen. Professor Klein, herzlichen Dank. So, jetzt einen Moment, Frau Dr. Hölscher, Sie sind gleich dran. Lassen Sie mich das kurz zu Ende ausführen, bitte. Bis auf die Fledermaus Lyssa gilt die Tollwut hierzulande als ausgerottet. Der letzte bekannte Fall von Tollwut war 2008, ein aus Kroatien importierter Hund. 2004 wurde in Deutschland zum letzten Mal ein menschlicher Todesfall registriert. Der Frau wurde ein mit Lyssa kontaminiertes Organ eingepflanzt. Die Spenderin hatte sich unbemerkt in Indien infiziert. In Indien sterben etwa 50.000 Menschen jährlich an dem Virus. Das sind 90% aller Fälle weltweit. Wir vermuten, dass, wenn es sich tatsächlich um eine Abart des Lyssa-Virus handelt, dieser von dort eingeschleppt wurde und hier aus welchen Gründen auch immer mutiert ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja? Aha. Wann? Sofort. Ja, ich verstehe. In Ordnung. Meine Damen, meine Herren, inzwischen liegen die Zahlen auch aus den anderen Kliniken vor. Außerhalb des Großraums Köln sind offenbar noch keine Fälle aufgetreten. Zur Stunde werden jedoch im Stadtraum Köln insgesamt 348 Fälle gemeldet. Soeben ist Großschadensalarm ausgelöst worden, parallel dazu Seuchenalarm. Ach, das beruhigen Sie sich bitte. Hören Sie mir zu. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir haben Katastrophenalarm. Meine Damen und Herren, Folgendes. Die gesamte Uniklinik steht ab sofort unter Quarantäne. Wie, wir stehen unter Quarantäne? Niemand kann mit Sicherheit sagen, wer von uns infiziert ist. Wo sollen wir uns Sie wissen, was das bedeutet. Haben. Weder Sie, noch einer der Patienten, noch sonst irgendjemand darf bis auf Weiteres das Krankenhaus verlassen. Ich habe einen Termin. Einheiten der Polizei riegeln in diesem Moment das Gelände. Heißt das, wir können jetzt nicht mehr raus? Das Infektionsschutzgesetz erlaubt die Einschränkung der Grundrechte. Die Einheiten sind bewaffnet. Das ist eine Unverschämtheit. Außerdem haben wir Kontaktsperren. Kontaktsperren. Nur das Innenministerium ist befugt, Nachrichten an die Öffentlichkeit zu geben. Eine Panik muss unbedingt vermieden werden.
Sie wollten noch etwas sagen, Frau Dr. Hölscher? Ja, wir haben den ersten Todesfall vor etwa 20 Minuten. To myself, what a wonder. Ah, Gott, ich komm ja schon. Meine Ruhe, scheißen kann man mir. Ob sie so und so heilig hätten. Und was ist denn noch? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Die 12 sind gerade angeliefert worden. Oben stehen noch mehr. Wenn es so weitergeht, werden die Einzelzimmer knapp, dann gibt's Doppelbelegung. Lass uns erstmal die hier verstauen. Was? Hast du das gehört? Was? Das? Ich werde irre. Nummer 5 lebt. Also, wenn ich mich mit irgendwas auskenne, dann sind das Leichen. Und der war aber sowas von tot. Was machen wir jetzt? Na, was denn wohl? Wir rollen ihn raus. Ist vielleicht ein Tier drin oder sowas. Komm. Sie haben den Zimmerservice gerufen? Hey, hey, hey! Hey, nein! Ich schreie noch aggressiver! Ja, Nachtaktiv, die Sendung für die Schlaflosen. Und ich... Ja, ich habe gerade eine sehr traurige Nachricht erhalten. Ein guter Freund ist tot. Und normalerweise mache ich das ja nicht, aber er hätte gesagt, the show must go on. Und deshalb spiele ich jetzt nochmal was für einen Freund. Für diesen Freund, also das ist für dich. Wo immer du jetzt bist. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Ulrike, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, was ist mit deinem Arm? Nichts, das ist nur eine kleine Fleischwunde, ein Streifschuss. Aber die sind völlig irre da draußen. Die schießen, die Hammer hat mich geschossen. Jetzt soll's die Bundeswehr richten. Was für ein Scheiß. Ich habe immer gesagt, dass wir nicht ausreichend vorbereitet sind. Diese kleinen Lütex-Übungen alle 2 Jahre sind doch nichts als ein schlechter Witz. Aber eine vernünftige Personalschulung war euch ja zu teuer. Jetzt habt ihr die Quittung für eure Sparmaßnahmen. Ich hoffe nur für euch, dass nicht alle ABC-Einheiten im Auslandseinsatz sind. Ihr Spezialisten! Ich versorge die Wunde später, Ulrike. Komm mit, Professor Klein. Haben Sie das gehört, Frau Dr. Hölscher? Jetzt holen die die Bundeswehr, weil es keinen vernünftigen Plan gibt. Und Dr. Berg lässt mich nicht rein hier. Machen Sie sofort auf, Berg! Ich schwöre Ihnen, wenn Sie nicht sofort die Tür aufmachen, dann sorge ich dafür, dass man Ihnen die Approbation entzieht. Dann sind Sie die längste Zeit Arzt gewesen. Wer soll ich wissen, dass Sie noch nicht infiziert sind? Ich scheiß auf keine Approbation. Warten Sie. Ich habe einen Generalschlüssel. Hier. So, das hat ein Nachspiel, Berg. Jetzt stehen Sie da nicht so rum mit Ihrem lächerlichen Skalpell. Helfen Sie mir lieber, den Schrank vor die Tür zu schieben. Nun machen Sie schon! Erst will ich wissen, ob Sie infiziert sind. Hören Sie, Sie Feigling, das merkt man erst, wenn es zu spät ist. Und jetzt scheißen Sie sich nicht in die Hose, sondern helfen Sie uns mit dem Schrank. Und... Das sollte erst mal genügen. Was ist mit Ihrem Arm passiert? Das ist ein Streifschuss, nichts weiter.
Wir haben keine Ahnung, was da drinnen vorgeht. Wenn wir ein Einsatzteam... Natürlich habe ich verstanden. Wir warten auf die Bundeswehr. Alles klar. Hey, haltet den Mann auf! Mann, gehen Sie wieder ins Gebäude zurück! Scheiße! Hören Sie, das ist doch völliger Bullshit. Wir können das Klinikgelände nicht hermetisch abriegeln. Sollen wir etwa alle abknallen? Jetzt kommen Sie mir nicht mit dem Trolley-Problem, ja? Hören Sie, es ist eine Sache, dass Sie den Ausnahmezustand... Meinetwegen auch den Notstand. Ja, es ist mir doch scheißegal, wie Sie das nennen, ja? Hallo? 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 Ach, Arschloch. Ey, warum stoppen Sie den Mann nicht? Schießen Sie doch, verdammt nochmal! Sie sollen schießen, Idiot! Hi Claudia, ich kann es immer noch nicht glauben, ich bin so... Hör zu, ich habe nicht viel Zeit. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch nach draußen durchgekommen bin. Ich habe mich mit zwei Kollegen und Ulrike im OP verbarrikadiert und wir waren uns einig, dass wir dich anrufen. Kontaktsperre? Verbarrikadiert? Du musst mich sofort auf Sendung nehmen. Was? Aber wieso denn? Und vorher wollte ich dir nur sagen, ich liebe dich, Michael Popaczynski. Und das mit Gonzo, das war falsch, es tut mir leid. Du darfst dir nicht die Schuld an Gonzos Tod geben, Ich bin mir sicher, dass du getan hast, was du konntest. Du verstehst nicht, Also, ich hatte eine Affäre mit Gonzo. Bist du noch dran? Cooper! Du hast mit Gonzo? Hör zu, wir haben keine Zeit dafür jetzt, aber ich liebe dich. Du verstehst nicht, ich wollte einfach einen Tisch machen, bevor... Ich weiß nicht, ob ich hier noch lebend rauskomme. Jetzt geben Sie mir endlich den Hörer. Das ist doch hier keine drittklassige Talkshow. Cooper, sind wir auf Sendung? Ja, ich meine... Hören Sie, mein Name ist Professor Klein. Ich bin leitender Virologe der Uniklinik. Okay. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie jetzt auf Sendung gehen. Ich würde Sie sonst nicht bitten. Es geht um das Leben vieler Menschen. Okay, ich verstehe zwar kein Wort, aber das ist jetzt auch schon egal. Also, wir sind drauf jetzt. Hallo Leute, hier haben wir einen ganz eiligen Anruf in der Leitung, der unbedingt mit euch allen reden möchte. Mein Name ist Professor Klein. Ich leite das Virologische Institut der Uniklinik. Ich fasse mich kurz. In Köln ist eine Seuche ausgebrochen. Hochinfektiös. Extrem pathogen und mit einer Morbiditätsrate von 100%. Morbidität ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist jetzt egal. In jedem Fall. Mit tödlichem Verlauf. Und entscheidend ist, und ich wende mich jetzt direkt an Sie alle draußen. Wenn Sie unterwegs sein sollten, versuchen Sie auf dem schnellsten Weg nach Hause zu kommen. Wenn Sie zu Hause sind, dann bleiben Sie dort. Vermeiden Sie jeden persönlichen Kontakt mit Menschen außerhalb Ihrer Wohnung. Lassen Sie niemanden rein, egal wie gut Sie ihn kennen. Sollten Sie selbst oder eines Ihrer Familienmitglieder grippeähnliche Symptome oder überhaupt irgendwelche Krankheitssymptome aufweisen, suchen Sie auf gar keinen Fall ein Krankenhaus auf. Man kann Ihnen dort nicht helfen. Es gibt derzeit keine Behandlungsmöglichkeit. Isolieren Sie betroffene Personen innerhalb Ihrer Wohnung. Sperren Sie sie irgendwo ein. Lassen Sie das Radio oder Ihr Fernsehgerät angeschaltet. Es wird in Kürze eine Verlautbarung von den Behörden an die Bevölkerung geben. Es ist bereits das Großschadensereignis ausgerufen worden. Wir wissen nicht, inwieweit sich die Seuche bereits innerhalb des Stadtgebietes verbreitet hat oder darüber hinaus. Also bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Dort sind Sie derzeit am sichersten. Wählen Sie nicht die Notrufnummern. Sie werden ohnehin nicht durchkommen. Beschränken Sie Ihren telefonischen Kontakt auf das Notwendigste, um das Funk- und Festnetz nicht zu überlasten. Und geraten Sie nicht in Panik. Medizinische Spezialeinheiten des Bundes und der übrigen Länder sind bereits auf dem Weg. Über Radio oder Fernsehen werden Sie weitere Informationen erhalten. Also lassen Sie Ihre Rundfunkgeräte eingeschaltet. Cooper! Ja? Das gilt selbstverständlich auch für Sie. Verlassen Sie nicht das Sendestudio und lassen Sie niemanden hinein. Haben Sie verstanden? Ja, ja. Dr. Hölscher möchte Sie noch einmal kurz sprechen. Cooper! Ja? Das mit Gonzo, das war ein Riesenfehler. Bitte verzeih mir, Die Leitung ist unterbrochen. Das war zu erwarten. Das Funknetz ist für einen Massenansturm von Anrufen nicht ausgelegt. Als nächstes wird das Festnetz einknicken.
Meinen Sie nicht, dass Sie Ihre Kompetenzen überschritten haben? Psychologisch gesehen war das ein Fehler. Die Leute werden in Panik geraten. Das war sicher nicht die Standardvorgehensweise, Berg. Aber wir haben hier auch keine Standardsituation. Bis das Innenministerium den Arsch aus der Hose bekommt und eine Pressemeldung herausgibt, hat sich bei dem Grad der Kontagiosität die halbe Stadt infiziert. Außerdem entspricht alles, was ich gesagt habe, in etwa den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beim Ausbruch einer Pandemie. Und wenn die Menschen erfahren, dass der übergesetzliche Notstand ausgerufen wurde, dann gibt es ohnehin kein Halten mehr. Woher wollen Sie denn wissen, dass der Notstand ausgerufen wurde? Rechtlich gesehen ist der Notstand, vom Kriegsfall mal abgesehen, die einzige Möglichkeit, um Polizisten auf unbewaffnete Zivilisten schießen zu lassen und die Bundeswehr im Innern militärisch einzusetzen. Und die haben auf uns geschossen. Ja. Auf uns geschossen, auf Ärzte, auf Patienten und auf diese Dinger da draußen. Was meinen Sie? Sieht es in den anderen Städten genauso aus? Auszuschließen ist das nicht, aber nach meinem letzten Informationsstand ist das Problem noch auf Köln begrenzt. Sollte sich das Virus über die Stadtgrenze hinaus ausgebreitet haben, dann gnade uns Gott. Sie malen den Teufel an die Wand. Wir sind hier schließlich nicht in Pakistan. Wir haben das Robert-Koch-Institut, die Feuerwehr, die Polizei, die Bundeswehr, das technische Hilfswerk. Was weiß ich was noch für Organisationen. Wir haben Katastrophenpläne in der Schublade. Für so einen Fall wird doch ständig geübt. Den Behörden wird schon was einfallen. So meinen Sie. Ich habe vor einigen Jahren an so einer Übung teilgenommen. Dabei ging man von einem mutierten Grippevirus aus, an dem 30% der Bevölkerung erkrankten. Ein sogenanntes mittleres Szenario. Das sind 27 Millionen Menschen, falls Ihnen das plastischer vorkommt. Davon etwa 10 Millionen Werktätige. Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn ein Drittel der werktätigen Bevölkerung in Deutschland nicht mehr zur Arbeit geht, weil die Menschen krank sind und der Rest zu Hause bleibt, aus Angst, sich anzustecken? Die Nahrungsmittelversorgung bricht zusammen. Der öffentliche Verkehr, die Kommunikationswege, die Energieversorgung. Es kommt zu Plünderungen. Um es kurz zu machen, wir hatten bei dieser Übung unterm Strich 100.000 Tote auf dem Papier, bevor die Pandemie eingedämmt werden konnte. Wie gesagt, ein relativ moderates Szenario, bei dem uns innerhalb kürzester Zeit ein Impfstoff zur Verfügung stand und das Virus nur einen Bruchteil der Erkrankten tötete. Es gibt eine Untersuchung der Universität Ottawa, eine Simulation, die von einem deutlich aggressiveren Virus ausgeht. Also vergleichsweise das, mit dem wir es hier zu tun haben. Eine Stadt wie Köln wäre innerhalb einer Woche ein einziges, gewaltiges Leichenschauhaus. Was wird passieren? Was werden die machen, um die Sache in den Griff zu kriegen? Tja. Kennen Sie das Trolley-Problem? Nee. Stellen Sie sich vor, ein Intercity rast auf ein defektes Gleis zu. Und Sie sitzen im Stellwerk. Sie haben die Möglichkeit, den Zug umzuleiten. Nur wenn Sie das Gleis umstellen, wird der Zug das Auto einer vierköpfigen Familie erfassen. Die Familie wird sterben. Aber die 350 Insassen des Zuges sind gerettet. Was tun Sie? Was glauben Sie, werden die tun? Ulrike, geht's ihr nicht gut? Ulrike? Sie hat sich infiziert. Woher wollen Sie das wissen? Es kann genauso gut irgendetwas sein. Sie hat sich infiziert. Habe ich recht, Ulrike? Zeigen Sie mal Ihren Arm. Eine Bisswunde. Es tut mir leid. Aber ich hatte solche Angst. Ich hätte euch das sagen sollen. Ich habe euch alle infiziert. So ein verdammtes Miststück. Wegen ihr werden wir alle draufgehen. Halt bloß deine Fresse, du fettes Stück Scheiße. Ich muss doch sehr bitten. Bitte bewahren Sie Haltung. Wir kommen hier nicht weiter, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen. Sie sagen es. Zerfleischen. Sie wird eins von diesen Dingern werden. Und was dann? Bitte. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht hier. Nicht in diesem Krankenhaus. Du bist doch schon tot, du dumme Schlampe. Und wegen dir werden wir alle... Deine Klappe, Arschloch! So beruhigen! So beruhigen Sie sich doch! Dr. Hölscher, hören Sie auf! Das ist doch sinnlos! Du mieser kleiner Drecksack! Dich mache ich fertig! Sie hat mir die Nase gebrochen! Das verrückte Weibsbild hat mir die Nase gebrochen! Wo ist meine Brille? Ich kann doch ohne Brille... Da hast du
deine Brille, Arschloch? Ulrike! Ulrike! Wir können ihr nicht helfen, genauso wenig wie den anderen. Aber irgendwas müssen wir doch tun können. Menschlich betrachtet würde ich eine andere Lösung bevorzugen. Aber vom rationalen Standpunkt aus sehe ich nur eine Möglichkeit. Wir müssen sie töten und die Extremitäten abtrennen. Was? Das scheint mir das einzig sichere Verfahren zu sein. Selbst wenn sie sich, nun ja, reanimiert, kann sie uns als Torso nicht mehr gefährlich werden. Claudia, das kannst du nicht zulassen. Und ob sie das kann? Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Sie sind doch wirklich ein Arschlochberg. Ulrike, Ulrike, es tut mir wirklich leid. Wenn es eine Alternative gäbe. Bitte, Claudia, bitte, bitte, sag mir, dass du das nicht zulässt, bitte! Hilf mir doch! Ulrike, Ulrike! Sie werden keine Schmerzen haben, das verspreche ich Ihnen. Wir sind hier im OP. Wir haben alles, was wir brauchen. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Es ist doch gar nicht sicher, dass sie an dem Virus stirbt. Vielleicht sterben ja nicht alle. Vielleicht kommen ja nicht alle zurück. Vielleicht ist sie ja immun. Sie könnten doch... Ulrike! Gehen Sie weg von ihr! Fassen Sie sie nicht an. Es wird gleich vorbei sein. Ulrike! Sie glüht. Sie hat keinen Puls mehr. Berg, machen Sie sich nützlich. Helfen Sie mir, sie auf den Tisch zu heben. Berg! Was? Hören Sie auf zu träumen! Wir müssen schnell sein. Sie kann sich jeden Augenblick reanimieren. Mach, dass du hier verschwindest. In diesen Sender kommt nicht jeder besoffene Typ rein. Okay, ich ruf die Bullen, du blöder Wichser. Das ist nicht recht für die Klapse, dieser Typ. Leitungen sind derzeit überlastet. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Leitungen sind derzeit überlastet. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren. Ja? Max? Cooper, warte mal. Max? Ey. Hey, Cooper, warte mal kurz, ich hab hier ein Problem. Da wirft sich dauernd so ein durchgeknallter Junkie gegen die Eingangstür. Ich ruf dich gleich zurück. Max! Ich werd bekloppt, da kommen ja noch mehr. Ich hab doch gesagt... Ding, ding, doch, Max! Cooper, ich kann jetzt nicht. Verdammt, was geht denn hier ab? Ach du meine Fresse. Max, du Arschlick, verdammt nochmal nicht auf! Das ist ein verfickter Notfall! Sorry, Cooper, aber ich kann jetzt nicht... Verpiss euch, ihr blöden Wichser! Max! Ja, also, du wirst nicht glauben, was hier unten vor dem Eingang los ist. Ich hab gesagt, ihr sollt euch verpissen! Warte mal kurz, zwei von denen kenne ich doch. Ey, Olli, Gonzo, was soll denn die verdammte Scheiße? Was? Ist das mal wieder einer von euren schlechten Witzen? Was soll denn diese Halloween-Verkleidung? Alter, jetzt... Macht ihr nicht so einen Aufstand! Sag mal, seid ihr völlig durchgeknallt? Draußen ist Olli und ein paar von seinen zugekoksten Freunden. Na, wenn der so seine Morgensendung moderieren will, dann gute Nacht, Marie, dann war das seine letzte. Und dein Kumpel Gonzo scheint auch nicht mehr ganz nüchtern. Was? Hast du Gonzo gesagt? Ja? Max, hast du eben Gonzo gesagt? Ich komm ja schon! Mann! Das von mir zu hören, diese Witze, du hättest das voll lustig. Ich mach dir mal kurz Max. Auf. Max! Max, nein! Max, verdammt nochmal, Max! Ja. Lass Mode verschissen und dir so, Alter! Nein, bitte! Lass dich mal in den Sander, Max! Psychiater mal Leichen zerlege, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber sie scheint tatsächlich tot zu sein. Ich meine, wirklich tot. Das Lyssa-Virus hat es auf das zentrale Nervensystem abgesehen und befällt vom Gehirn aus alle anderen Organe, einschließlich des Rückenmarks. Vermutlich hat sie sich nicht reanimiert, weil wir den Kopf abgetrennt haben. Sie hat sich angesteckt. Ich wusste es. Geben Sie es zu. Sie haben sich infiziert. Jetzt reden Sie doch keinen Unsinn.
Diese Schlachthaussauerei ist aber auch... Jetzt überlegen Sie lieber, wie wir die Leichenteile loswerden können. Moment, es gibt hier einen Lastenaufzug. Was? Wie könnten Sie... Einen Lastenaufzug? Wohin führt der? Zum Sterilisationsraum in den Keller. Von dort aus kommen wir in die Tiefgarage. Wie groß ist der Aufzug? Nicht sehr groß, aber eine einzelne Person. Es könnte gehen. Sehen wir uns das mal an. Hier. Da passe ich doch niemals rein! Ja, Sie sicher nicht. Dr. Hölscher, Sie gehen zuerst. In 2-3 Wochen haben Sie genügend abgespeckt, Berg. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Arschloch! Ironie des Schicksals. Aber Sie können mich doch nicht einfach hier zurücklassen. Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, nur raus damit. Das können Sie doch nicht machen! Wir werden Ihnen Hilfe schicken, sobald es geht. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Berg. Sie können mich doch nicht alleine zurücklassen. Sie können mich doch nicht einfach alleine zurücklassen. Das können Sie doch nicht machen. Und er hört immer noch nachtaktiv. Ja, wir haben hier eine merkwürdige Situation. Ihr habt es ja gehört. Bleibt auf jeden Fall zu Hause, Leute. Geht morgen nicht zur Arbeit und für alle, die in den nächsten Tagen nach Köln wollten. Vielleicht ist es eine gute Idee, das auf ein andermal zu verschieben. Die Lage wird sich bestimmt klären und... Ja, ich wollte noch sagen, dass es vermutlich keinen Sinn macht, mich anzurufen. Ich meine ja... Also es scheint, dass alle Leitungen unterbrochen sind, aber wir haben ja immer noch den guten alten CB-Funk und ich habe eben mal reingehört auf Kanal 9 AM und auf dem Highway ist die Hölle los. QRZ Sandmann, hier auf der A4 ist der Teufel los. Kojak Zone Ende, hunderte von Warnen, absoluter Großalarm. QRZ hier Möbe, also bei mir hier auf der A1 sieht es eher aus, als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Die fahren hier mit Truppentransportern und Panzern durch die Gegend. QZ, hier ist Amtsloh. Und ich komme nicht mehr aus Köln raus. Ist wie ein Kino, die stehen hier um mit Gasmasken, Schutzanzügen und Maschinenpistolen. Die fallen hier um. Der wird gerade nicht mehr durchbrechen, die haben ihn einfach abgeknallt. Die haben ihn abgeknallt. Ja, meine Freunde. Hört 102,4, hört Nachtaktiv und ihr seid immer gut informiert. Nachtaktiv, die Sendung für alle, die nicht an der Matratze horchen. Und mir scheint, da kommt meine Ablösung. Aber ein bisschen Sendezeit bleibt uns noch, also bleibt am Ball, Leute. Wer weiß, was das Ende der Nacht noch bringt. In der Zwischenzeit gibt's erstmal ein bisschen Musik. Was ist los? Nun kommen Sie, wir müssen weiter. Ach, das ist doch sinnlos. Angenommen, wir schaffen es bis zur Tiefgarage und dann... Da steht mein Wagen. Sie haben doch gesehen, was Sie mit den Leuten machen, die versuchen, das Klinikgelände zu verlassen. Wenn wir mit dem Auto durchbrechen wollen, werden die uns einfach erschießen. Ich habe gar nicht vor, durchzubrechen. Immer einen Schritt nach dem anderen. Und zuerst muss ich zu meinem Wagen. Vertrauen Sie mir. Funkgerät. Als junger Spund war ich Funker bei der NVA. Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Seitdem bin ich nicht mehr davon losgekommen. So. Christoph 3, QRZ. Hier Paula, Paula ruft Christoph 3. Christoph 3, bitte kommen. Mensch, faule Scheiße, du lebst noch. Haben dich die Biester noch nicht erwischt? Lass uns den Kanal wechseln und auf Privat gehen. Der Feind hört mit. Over. Roger, bis gleich. Over. Wir haben zusammen gedient. Karl war damals in der Hubschrauberstaffel. Heute ist er bei der Luftrettung. Bin auf Privat, Karl. Bist du im Einsatz? Einsatz ist gut. Sie haben mich zur Luftüberwachung verdonnert. Rettungseinsätze wären sinnlos, haben die gesagt. Diese Arschgeigen. Die kotzen mich an. Wo steckst denn du? In der Tiefgarage der Uniklinik. Bei mir ist noch eine Ärztin. Wie sieht's draußen aus? Einfach beschissen. Die haben die ganze Stadt abgeriegelt und die schießen auf alles, was raus will. Auf den Straßen herrscht das totale Chaos. Alles verstopft. Die Leute fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Überall Brände. Wenn du dran denkst, mit dem Wagen abzuhauen, vergiss es. Keine Chance. Ich dachte auch mehr an den Luftweg. Mann, Paul, da wird mir richtig warm ums Herz. Das ist ja wie in den alten Zeiten.
Ich kann in 5 Minuten bei euch sein. Meinst du, ihr schafft es bis aufs Dach? Schwer zu sagen. Wir werden es einfach versuchen. Wenn wir in 5 Minuten nicht da sind, dann hat es uns erwischt. Over and out. Was meinte er mit wie in alten Zeiten? 83 sind wir mit dem Hubschrauber über die innerdeutsche Grenze. Haben Sie nicht davon in der Zeitung gelesen? Naja, wahrscheinlich waren Sie damals noch zu jung für die Zeitung. So, jetzt aber los. Sind Sie die Ärztin? Ja! Wo ist Paule? Er hat es nicht geschafft! Was? Verdammte Scheiße! Steigen Sie ein! Wie ist denn das passiert? Wir haben auf den Fahrstuhl gewartet und dann ist die Tür aufgegangen. Mensch, Berg, wie haben Sie es geschafft? Professor! Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich kümmere mich um dieses Arschloch. Ich kann Sie doch nicht... Sie können! Und Sie müssen. Er hat mich gebissen. Verschwinden Sie endlich! Hauen Sie ab! Er hat mich gerettet. Er hat sich vor mich geworfen, als dieses Ding aus dem Fahrstuhl kam. Das ist typisch, Paul. Er hat schon bei der NVA immer den Kopf für am Ring gehalten. Mann, Paul, du wirst mir fehlen. Hat er Ihnen von unserer Flucht erzählt? Lassen Sie uns erst mal sehen, wie wir aus dieser Kackstadt rauskommen. Mir hat es sowieso noch nie hier gefallen. Warten Sie. Ich meine, können wir noch jemanden mitnehmen? Mein Freund, der sitzt im Sender. Radio 102,4. Woher wollen Sie wissen, ob er noch lebt? Ich weiß es nicht, aber vielleicht könnten wir ihn anfunken. Welcher Kanal? Keine Ahnung, der bekommt immer diese Staumeldungen von den Brummifahrern. 9 EM, alles klar. Setzen Sie das auf. Und ihr hört immer noch nachtaktiv. Und einer von euch da draußen versucht, mich anzufunken. Mal sehen, wer dran ist. Hier, Cooper 102,4, bin QRV. Wer spricht da? Cooper, Gott sei Dank, du bist noch am Leben. Claudia! Hör zu, ich sitze in einem Hubschrauber. Du musst es irgendwie aufs Dach schaffen. Wir holen dich raus. Wir hauen ab. Keine Chance. Was soll das heißen? Bitte, Cooper, wenn es wegen Gonzo ist, dann... Hey, ich scheiße auf Gonzo. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Hörst du das? Sobald ich die Tür aufmache, bin ich erledigt, Claudia. So wie sich das anhört, sind mindestens 20 von den Dingern da draußen und die haben offenbar einen Mordshunger. Wenn du durchs Fenster gehst, gibt es denn da keine Feuerleiter? Irgendwas? Studio 3 hat kein Fenster. Tut mir leid, Süße, diesen Flug musst du wohl ohne mich machen. Cooper! Bitte, Cooper Czinski! Michael, ich... Er hat recht! Wir können nichts für ihn tun! Wenn wir versuchen, ihn da rauszuhauen, gehen wir drauf! Cooper! Hier spricht Karl, der Pilot! Ich setze den Funkspruch ab! Ich informiere die Behörden, dass Sie noch am Leben sind. Halten Sie durch. Früher oder später werden Sie evakuiert. Glauben Sie das wirklich? Wenn ich ehrlich bin, nein. Alles klar. 88, Claudia. 88. Ich klemme mich jetzt ab. Over and out. Cooper! Er kann Sie nicht mehr hören, er hat sich ausgeklickt. Aber warum? Wir hätten doch noch... Es gab nichts mehr zu sagen. Was meint er mit 88? Er liebt sie. Und er küsst sie. Mein Gott, Cooper. Eigentlich streng verboten, im Studio zu rauchen, aber ich denke, das wird jetzt wohl keinen mehr interessieren. Ich weiß, ich sollte damit aufhören, aber... Naja. Aber fangt besser erst gar nicht damit an, das kann euch das Leben kosten. Ihr hört immer noch die Sendung Nachtaktiv und hier ist euer beliebtes Arschloch Cooper auf 102,4. Falls euch der Himmel noch nicht auf den Kopf gefallen ist, geht bald die Sonne auf. Aber bis dahin könnt ihr mich anrufen unter der 0800-21-22-4567. Oder auch nicht. Hier ist Cooper, euer Arsch mit Ohren. Und in 5 Minuten, wie immer um Punkt 6, hört ihr Olli und seine zugeguckste Gute-Laune-Crew am Morgen. Der Gute-Laune-Einstieg in einen gut gelaunten Tag auf 102,4. Es gibt jede Menge lustige Sprüche und einen Haufen Krempel zu gewinnen, außerdem die allseits beliebten Scherzanrufe.
Und natürlich die geilste Musik überhaupt. Lass uns rein! Olli scheint mir heute aber extrem schlechte Laune zu haben. Was meinst du? Was meint ihr, Leute? Wird das heute ein guter Launetag? Hast du gute Laune, Olli? Bist du heute gut gelaunt? Das ist heute nicht Ihr Tag, oder? Wessen Tag ist das heute schon? Ach, wieder wahr. Hören Sie, mit dem, was ich noch im Tank habe, können wir etwa 500 Kilometer weit, falls Sie uns nicht abschießen. Wo wollen Sie denn hin? Ist mir scheißegal. Irgendeine Vorstellung müssen Sie doch haben. Was halten Sie von der Insel? Eine Insel? Ich weiß nicht. Ich war noch nie auf Sylt. Sylt? Dort soll es in dieser Jahreszeit sehr idyllisch sein. Kaum noch Touristen. Sylt. Ja, ich glaube Sylt. Das wäre schön. Na dann. Und auch euer langjähriger Begleiter in schlaflosen Nächten, euer guter alter Cooper, wird sich wohl langsam auf den Weg machen. Oder soll ich mit meinem Kumpel Gonzo noch ein Trinken gehen? Was meint ihr? Was meinst du, Gonzo? Wollen wir noch ein Trinken gehen, du mieser kleiner Pisser? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, dass wir uns noch mal wieder hören. Aber lasst deswegen den Kopf nicht hängen, Freunde. Das Leben geht weiter. Genau, das Leben geht weiter. Das ist wirklich gut, den muss ich mir merken. Ich weiß, gleich wird irgendein Klugscheißer anrufen und sagen, ich hätte das Lied heute schon mal gespielt. Aber es ist verfickt nochmal meine letzte Sendung und ich spiele das Lied so oft, es mir passt, du Arsch! When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Und damit heißt es, Abschied nehmen. Also macht's gut, Leute. Haltet die Ohren steif und lasst euch den Morgen, den Tag, den Abend und die Nacht nicht versauen. I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my grace. Alle Flüge weltweit gestrichen und der Flugverkehr eingestellt. Mexiko, die Grenze zu den Vereinigten Staaten geschlossen. Ab das Oktoberfest dieses Jahr überhaupt stattfindet. Kam es bei der Hatsch in Neckar zu einer Massenparty. In Moskau Einheiten der 3. Panzerdivision. Benzin und Lebensmittel rationiert. Hat sich Australien komplett viel der Dow Jones Index um Änderungen und Ausschreitungen und alle deutschen Soldaten. Die Infektion von Robert Weber. Es sprachen Cooper, Tim Seifi, Gonzo, Lars Rudolph, Claudia, Luise Helm, Professor Paul Klein, Udo Schenk, Dr. Berg, Tommy Pieper. In weiteren Rollen Jean-Paul Beck, Marc-Oliver Bögel, Martin Bross, Sigrid Burkholder, Matthias Hase, Volker Lippmann, Konstantin Lindhorst, Florian Lukas, Laura Mehr, Camilla Rentschke und Tom Zahner. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Patricia Barber. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis. Wo bin ich? Sie kommt zu sich. Das gibt ein böses Erwachen. Ob sie sich an irgendwas erinnert? Wir werden sehen. Was? Nicht sprechen. Wie viele Finger sehen Sie? Ich... Was? Das ist gut. Das ist sehr gut. Folgen Sie bitte dem Strahl der Taschenlampe.
Pupillenreflexdiagnose. Die ist vom Fach. Entspannen Sie sich, bleiben Sie liegen. Wer sind Sie? Wo bin ich? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Gedanken. Hans, kannst du bitte mal ein Glas Wasser holen? Danke. Ich kenne Sie nicht. Cooper! Nehmen Sie erst mal einen Schluck. Sie sind auf der Krankenstation. Krankenstation? Wo? Wir müssen hier weg. Wo ist Professor Klein? Karl! Oh Gott! Marie, kannst du mal dieses nervtötende Gerät abstellen? Danke. Wie heißen Sie? Können Sie sich an irgendetwas erinnern? Erinnern? Ich war noch nie auf Sylt. Sylt! Dort soll es in dieser Jahreszeit sehr idyllisch sein. Kaum noch Touristen. Nebel. Na dann. Sprit ist alle. Scheiße. Wir stürzen ab. Die Infektion 2. Die Insel von Robert Weber. Regie Annette Kurt. Wir konnten leider nur noch Sie retten. Der Pilot. Hal? Es tut mir leid. Wie lange war ich bewusstlos? 7 Tage. 7 Tage? Oh Gott. Bin ich auf Sylt? Wieso zum Teufel will eigentlich jeder nach Sylt? Hier ist es doch auch schön. Helgoland. Sie sind auf Helgoland. Ihr Pilot. Karl. Muss sich im Nebel verflogen haben. Könnten Sie uns jetzt bitte sagen, wer Sie sind? Woher kommen Sie? Hans, bitte. Mein Name ist Claudia Hölscher. Ich war Ärztin am Uniklinikum Köln. Dr. Hölscher. Sie hat den Ausbruch der Seuche miterlebt. Sie war da. Und sie hat überlebt. Erstaunlich. Absolut erstaunlich. Das stützt meine These. Seht euch das Kinn an. Das Verhältnis zur Nase in Verbindung mit der Kopfform. Hören Sie auf, über mich zu reden, als wenn ich nicht da wäre. Wer sind Sie überhaupt? Verzeihung, wie unhöflich. Das hier ist Hans, meine rechte Hand. Angenehm. Marie, sie ist hier für die Sicherheit zuständig. Hallo. Und mein Name ist Olaf. Wir duzen uns hier alle seit dem Tag Null. Das ist weniger förmlich und stärkt die persönlichen Bindungen. Und Sie sind Arzt? Ja, aber auch Künstler. Ich bin Schönheitschirurg. Die anderen Ärzte, die wir hier auf der Insel hatten, die sind leider... der Seuche zum Opfer gefallen. Schönheitschirurg? Das mag dir alles etwas merkwürdig vorkommen, aber glaub mir, Claudia, die Lage hat sich seit deinem Absturz verschlechtert. Gravierend verschlechtert. Als Köln abgeriegelt wurde, war es längst zu spät. Experten gehen davon aus, dass das Virus an mehreren Orten gleichzeitig ausgebrochen ist. Eine weltweite Epidemie. Kein Land ist davon verschont geblieben. Zumindest nach unseren letzten Informationen. Und die sind 3 Tage alt. Auf einen weltweiten Massenanfall von Infizierten war man nur unzureichend vorbereitet. Unzureichend ist gut. Ich glaube, du brauchst das nicht zu beschönigen. Wenn sie den Ausbruch in Köln erlebt hat, weiß sie Bescheid. Die Wirte waren noch das kleinste Problem. Wirte? Wir nennen sie Wirte. Das klingt etwas weniger theatralisch als Zombies. Nicht das Z-Wort verwenden. So werden sie allerdings auch genannt. Zombies. Du weißt schon. Ja. Aber tatsächlich sind sie Wirte eines Virus, das den Organismus eines Menschen für die bestmögliche Verbreitung dieses Virus verändert. Neu daran ist, dass der Wirt tot ist.
Die Menschen sterben an dem Virus. Und sie kehren durch dieses Virus zurück. Die Toten töten die Lebenden und die Lebenden sich gegenseitig. Das ist es, was ich gesehen habe. Und das, was du in Köln gesehen hast, ist überall passiert. Unsere ach so großartige Zivilisation hat sich komplett verabschiedet. Alles ist zusammengebrochen. Staatliche Organisation, Lebensmittelversorgung, Infrastruktur. Nichts mehr da. Überall auf dem Planeten herrscht das komplette Chaos. Der Virus hat uns zurück in die Steinzeit katapultiert. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten zurück auf die Erde. Hans, du machst dir ja Angst. Jetzt ruhst du dich erst einmal aus und kommst wieder zu Kräften. Danach werden wir dich ein wenig herumführen und dir alles zeigen. Was ist das? Nur ein leichtes Beruhigungsmittel. Schlaf jetzt, mein Kind. Schlafe. Position ist 54 Grad, 14 Minuten Nord, 7 Grad, 55 Minuten Ost. Wir rufen Küstenfunkstelle Helgoland. Ist dort noch jemand? Küstenfunkstelle Helgoland, bitte kommen. Dies ist ein Notruf. Wie lange rufen die uns schon? Küstenfunkstelle Helgoland, 10 Minuten. Was soll ich machen? Hier ist die Gorch Fock. Antworten, was sonst? Hallo Gorch Fock hier, Küstenfunkstelle Helgoland. Küstenfunkstelle Helgoland, was ist Ihr Problem? Over. Gott sei Dank. Wir dachten schon, ihr seid alle ausgeflogen. Hören Sie, wir müssen dringend anlanden. Die Gorch Fock hat schwere Schlagseite und der Sturm gibt uns den Rest. Wir stehen kurz vorm Absaufen und wir können Ihren gottverdammten Leuchtturm nicht sehen. Over. Ja, wir haben ein Problem mit der Energieversorgung. Die Leitung vom Festland ist wohl beschädigt und wir haben keinen Treibstoff für die Generatoren. Wie können wir Ihnen helfen? Over. Sie müssen uns irgendwie in den Hafen lotsen. Lassen Sie sich irgendwas einfallen, verdammt nochmal. Sag ihm, wie viele Leute an Bord sind und was sie geladen haben. Gorch Fock, wie viele Personen befinden sich bei Ihnen an Bord? Haben Sie etwas geladen, das uns von Nutzen sein könnte? Over. Von Nutzen? Was soll das heißen? Hans, lass mich mal. Hören Sie, wir haben auf Helgoland nur äußerst begrenzte Ressourcen und können uns kaum selbst ernähren. Daher ist es von äußerster Bedeutung, ob Sie für Ihre eigenen Leute auch ausreichend Proviant geladen haben. Mit wem spreche ich? Sie sprechen mit dem Bürgermeister. Und mit wem spreche ich? Leutnant Thomsen, 1-0 der Gorch Fock. Hören Sie zu, Sie Saftarsch. Wir haben da nicht vor, auf Ihrer bekackten Insel zu bleiben. Wir wollen den Sturm abwarten, die Schäden am Schiff reparieren und dann machen wir uns wieder vom Acker. Over. Dennoch müssen wir wissen, mit wie vielen Leuten wir es zu tun haben. Es befinden sich 78 Mann Stammbesatzung an Bord. Außerdem noch an die 100 Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben. Frauen, Kinder. Wir haben Proviant für etwa 3 Monate geladen und können uns selbst versorgen. Reicht Ihnen das? Sind Sie bewaffnet? Ja, ein paar Sturmgewehre und Pistolen für die Wachmannschaften. Gegen Angriffe von Piraten zur Selbstverteidigung. Hören Sie zu. Wir werden einige Leuchtfeuer für Sie errichten, damit Sie sich orientieren können. 2 am Hafen, 1 am Turm. Dafür brauchen wir etwa eine halbe Stunde. Halten Sie so lange noch durch? Na, endlich kommen wir ein Stück weiter. Ja, das schaffen wir. Tut mir leid, dass ich etwas ausfallend geworden bin. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Leutnant Thomsen. Wir leben in schlimmen Zeiten, da geht das Taktgefühl schon mal verloren. Halten Sie Ihre Position. Wir machen so schnell es geht. Sobald Sie die Feuer sehen, können Sie einlaufen. Delta Romeo Alpha X-Ray, die Besatzung der Gorch Fock dankt Ihnen. Out. Du willst sie doch nicht etwa an Land lassen? Natürlich nicht. Wir machen das wie in den guten alten Zeiten. Kuckuck, wie geht es uns heute?
Danke, schon besser. So. Was ist das? Mittagessen. Frisch gekocht. Ich dachte mir, nach einer Woche intravenöser Ernährung und den ständigen Dosensuppen die letzten Tage, kannst du mal was Richtiges vertragen. Fleisch? Ich bin Vegetarier. Frisches Gemüse gibt's hier nur an hohen Feiertagen. Hier wächst nicht viel, nur Klippenkohl. Na, außerdem ist es November. Also, wenn du in der Zwischenzeit nicht verhungern willst, würde ich dir raten, deine Ernährungsweise nochmal zu überdenken. Ich habe schon ewig kein Fleisch mehr gegessen. Ich habe was gegen Massentierhaltung. Ist eine Bio-Robbe. Glutenfrei. Ihr schlachtet die Robben? Das ist ja abartig. Das Meer gibt ansonsten nicht genug her. Scheiß Überfischung. Von den paar Taschen, Krebsen, Dorschen und Makrelen, die wir jeden Tag rausziehen, wären wir nicht satt. Und irgendwann kann man den Fisch auch nicht mehr sehen. Bleiben nur noch Robben, ein paar Wildkaninchen und was das Meer so an Land spült. Immerhin scheinen die Viecher sich nicht anzustecken. Im Moment warten wir darauf, dass die Vögel, die hier überwintern, in unsere Netze gehen. Aber so richtig satt macht so ein Spatz oder so ein Rotkehlchen ja auch nicht. Muss man schon mehrere am Spieß braten. Isst du das noch? Danke, mir ist der Appetit vergangen. Ach, dann nehme ich das. Das Leben ist kein Ponyhof, Süße. Naja, wirst dich schon noch einleben. Das Ende der Gorge Fock. Zerschellt an der Küste von Helgoland. Was machen wir mit den Leichen? Wir können sie ja schlecht am Strand liegen lassen. Wir bringen sie mit dem Boot raus und werfen sie zurück ins Meer. Da, wo die Strömung sie raustreibt. Hier lebt noch einer. Soll ich den abknallen? Ja. Nein. Ich denke, wir sollten ihn zuerst verhören. Kannst du ihn tragen, Hans? Die halbe Portion? Gut. Marie, gebt den Jungs vom Biologischen Institut Bescheid. Sobald der Sturm nachlässt, sollen die Taucher die Ladung vom Wrack bergen. Das wird dir nicht gefallen. Du kannst sie ja fragen, ob sie lieber ins Loch wollen. Passen dir die Sachen? Es ist sicher nicht der modische Schick, den du aus Köln gewohnt bist. Die Kleidung hier auf Helgoland entspricht eher funktionalen Ansprüchen. So, lass dich mal ansehen. Einen schönen Menschen kann eben nichts entstellen. Mein Aussehen ist gerade meine geringste Sorge. Haben Sie Fernsehen, Radio, Internet? Ich muss wissen, was draußen los ist. Bleiben wir doch beim Du, Claudia. Fernsehen und Radio. Es wird nichts mehr gesendet. Das letzte war eine Endlosschleife mit sinnlosen Empfehlungen und irgendwann nicht mehr mal das. Und weil die Telefonverbindungen zusammengebrochen sind, haben wir natürlich auch kein Internet. Die einzige Informationsquelle, die wir haben, ist der Funk. Wir stehen in sporadischem Kontakt mit Überlebenden auf dem Festland und einigen Schiffsbesatzungen, die sich auf See retten konnten. Ich muss mit diesen Leuten sprechen. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich sollte dich erstmal mit den Gegebenheiten hier auf der Insel vertraut machen. Was weißt du über Helgoland, Claudia? Nichts. Eine verregnete Insel in der Nordsee war nicht gerade unter den Top 10 meiner Urlaubsziele. Die Insel ist jedenfalls gerade mal einen Quadratkilometer groß. Rings um Klippen. 50 Meter hoch. Auf der Nord- und Südseite etwas Strand. Da kann man aber wegen dem Seegang nicht baden. Wir sind ungefähr 40 Kilometer vom Festland entfernt. Das schützt uns einigermaßen. Früher haben hier etwa 1300 Einwohner gelebt. Die, die noch da sind, haben sich alle auf das Oberland zurückgezogen. Das ist im Falle eines Angriffs besser zu verteidigen. Angriff? Wer sollte euch hier angreifen? Plünderer zum Beispiel. Wir haben vom Festland nur das Schlimmste gehört. Die Überlebenden haben sich zu marodierenden Haufen zusammengeschlossen, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Totale Anarchie. Nicht ausgeschlossen, dass hier mal eine von diesen Horden an Land geht. Und dann? Wir haben Vorkehrungen getroffen. Es gibt nur einen Zugang hierauf.
Die Treppe. Alles andere haben wir mit Sprengfallen versehen. Wie zum Teufel kommt ihr hier an Sprengstoff? Im Dritten Reich war Helgoland eine einzige Militäranlage. Wir haben sogar einige funktionstüchtige Waffen gefunden. Eine Handvoll Männer könnte von hier oben eine ganze Armee aufhalten. Marie hat mir erzählt, dass ihr hier Probleme mit der Lebensmittelversorgung habt. Wir arbeiten daran. Und wo kommt das Trinkwasser her? Wir haben eine Meerentsalzungsanlage. Noch funktioniert sie. Was ist denn jetzt los? Warum läuten die Glocken? Die paar Leute, die noch hier sind, haben sich wie jeden Tag in der Kirche versammelt. In harten Zeiten wie diesen besinnen sich die Menschen auf die wahren Werte, auf den Glauben. Der Gottesdienst fängt gleich an. Wir sollten zur Kirche. Los, Claudia. Da lernst du auch die anderen kennen. Ich war nie besonders religiös. Das wird sich ändern, Claudia. Glaub mir. Das wird sich ändern. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Vor Gram zerfallen mir Auge, Seele und Leib. Hosianna. In Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre verrinnen im Seufzen. Hosianna. Jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett. Ich überschwemme mein Lager mit Tränen. Hosianna. Grauen ringsum. Sie tun sich gegen mich zusammen. Sie sinnen darauf, mir das Leben zu rauben. Ich aber, Herr, ich vertraue dir. Herr, erhebe dich. Bring mir Hilfe. Denn all meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, hast den Frevlern die Zähne zerbrochen. Halleluja! 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 Gepriesen, gepriesen sei der Herr, der wunderbar an mir gehandelt und mir seine Güte erwiesen hat, zur Zeit der Bedrängnis. Ja, danke für die Zombie-Epidemie. Sind hier alle verrückt geworden? Psst, nicht reden. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute, am 10. Tage des Jahres Null, hat uns der Herr in seiner Gnade eine neue Sünderin zugeführt, auf dass sie errettet werde im wahren Glauben. Halleluja! Schwester aus Sodom, tritt vor. Nun geh schon. Ich? Ja, ja. Nun geh, geh. Wie ist dein Name, mein Kind? Mein Name ist Claudia. Hallo zusammen. Bist du bereit für den einzig wahren Glauben, mein Kind? Für was? Sie ist bereit. Halleluja! Halleluja! So wollen wir denn zur Taufe schreiten. Stopp, Moment mal. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich werde den Teufel tun. Außerdem bin ich schon getauft. Ich bin zwar nicht besonders gläubig, aber... Aber ich bin Katholikin. Dann ins Loch mit ihr! Kommen Sie, Sie müssen hier schleunigst verschwinden. Was ist hier? Oh, los, wer zum Teufel sind Sie? Jetzt nicht. Wir müssen hier weg. Wo willst du mit ihr hin, Gunnar? Geh mir aus dem Weg, Olaf. Das wird ein Nachspiel haben. Was war das denn? Standardaufnahmeprozedur. Setz dich erstmal. Knut, ich glaube, die Lady kann einen Tee vertragen. Man wollte sie gerade zum einzig wahren Glauben bekehren und ins Loch werfen. Fuck, der Tee ist in Arbeit. Das Alfred-Wegener-Institut heißt dich willkommen. Institut für was? Für Meeresbiologie. Das Meeresbiologische Institut Helgoland. Zumindest war es das mal. Heute ist es eine Feste der Vernunft inmitten dieses Irrsinns. Dein Tee... Kopke Tee, Alup Steh. Danke. Das ist Knut, einer der drei Wissenschaftler, die noch auf Helgoland geblieben sind. Wo sind Sven und Arne? Wieder auf Tauchgang. Werden wohl noch ein paar Tage damit beschäftigt sein, die Ladung zu bergen. Ladung? Das ist egal, das ist jetzt nicht wichtig.
Und wer sind Sie? Du kannst ruhig Gunnar zu mir sagen. Wir duzen uns. Ja, ja, genau. Ihr duzt euch hier alle. Wir nennen ihn allerdings Indiana Jones oder einfach nur Indy. Nenn mich noch einmal Indy und ich steck dir dein Mikroskop in den Arsch. Was erwartest du? Du bist der Archäologe. Und was macht ein Archäologe auf Helgoland? Eigentlich war ich damit beauftragt, das unterirdische Bunker- und Tunnelsystem der Insel zu erforschen. Oder das, was nach dem Big Bang davon übrig geblieben ist. 1947 haben die Briten hier die größte nicht-nukleare Explosion aller Zeiten veranstaltet. 7000 Tonnen Sprengstoff. Ein Wunder, dass die Insel noch steht. Vor einem Jahr wurde der Eingang zu einem kilometerlangen verzweigten Bunker- und Stollensystem entdeckt, das die Explosion überstanden hat. Projekt Hummerschere. Die Nazis wollten Helgoland zur Nordseefestung ausbauen, haben die ganze Insel unterhöhlt. Ja, und die unterirdischen Anlagen sind viel größer, als die Briten angenommen haben. Waffenkammern, Versorgungslager, Mannschaftsquartiere zum Teil noch völlig intakt. Seitdem die Seuche ausgebrochen ist, sitze ich hier fest. Zusammen mit den anderen. Dem verrückten Prediger und mit diesem wahnsinnigen Olaf, dem selbsternannten Bürgermeister. Der Schönheitschirurg. Schönheitschirurg? Hat er das gesagt? Olaf hält sich für den Obermacker. Er ist der Obermacker. Der ist ja mit einer Cessna kurz nach dem Ausbruch der Seuche auf dem kleinen Flughafen der Düne gelandet. Er und seine Vasallen. Hans, Marie, der Prediger. Waren die Letzten, die die Insel lebend erreicht haben. Also abgesehen von dir. Als klar war, dass die Insel nicht mehr von Versorgungsschiffen angesteuert werden würde, brach hier die große Panik aus. Und einer der Touristen hatte das Virus eingeschleppt. In kürzester Zeit waren ein Dutzend Leute infiziert. Die Lady von Büsum lag noch im Hafen. Konnte wegen des Orkans nicht auslaufen. 500 Touristen saßen hier fest. Dazu an die 1300 Helgoländer, die so schnell wie möglich das Festland erreichen wollten. Die Leute haben das Schiff gestürmt. Wollten einfach nur weg. Orkan hin oder her. Die Lady von Büsum war für 500 Leute ausgelegt und war mit fast 2000 Passagieren völlig überladen. Dazu der Sturm. Das Letzte, was wir von dem Kahn gehört haben, war ein Notruf auf halber Strecke zum Festland. Mit Mann und Maus abgesoffen. An die 100 Leute waren noch auf der Insel, als Olaf das Kommando übernommen hat. Jetzt sind es nur noch 50. Zuerst hat er sich zum Anführer wählen lassen. Die Leute waren dankbar für einen, der ihnen gesagt hat, wo es lang geht. Danach haben er und seine Mörderbande einfach alles abgeknallt, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Mit den Waffen, die du aus dem Tunnel geholt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch funktionieren nach all der Zeit. Jedenfalls hat er die Insel fest im Griff. Sie haben die Menschen ja erlebt, vorhin in der Kirche. Wie ferngesteuert. Als hätte man sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Was ist mit den Infizierten passiert? Er hat sie zusammengetrieben und in den Zivilschutzbunker gesteckt. 18 Meter unter der Erde. Früher eine Touristenattraktion. Das Loch. Genau. Das Loch. Oh yeah. Bist du wach? Hallo. Hallo, nicht wieder einschlafen. Hey. Was? Hey. Was? Nennen Sie mir Ihren Namen und Rang, Soldat. Und, Leutnant Thomsen. Erster Offizier der Gorch Fock. Der Mann am Funkgerät. Wieso bin ich gefesselt? Was soll das? Eine reine Sicherheitsmaßnahme. Erinnern Sie sich? Wir haben miteinander gesprochen. Am Funk. Sie waren das, die verfluchte Schweinehund. Sie haben uns mit Ihren Leuchtfeuern direkt auf ein Riff gelotst. Pass auf, mit wem du sprichst, Kamerad. Das war leider unumgänglich, Leutnant Thomsen. Fressen oder gefressen werden. Wir brauchen Ihre Ladung. Ich hoffe, Sie verstehen das. Wir haben fast 200 Menschen auf dem Gewissen, Sie verfluchter Drecksack. Woher kommen Sie? Wieso haben Sie Kurs auf Helgoland genommen? Sind noch mehr von Ihrer Sorte zu uns unterwegs? Fick dich ins Knie, von mir erfahrt ihr gar nichts. Marie? Ja.
Mein Name ist Philipp Thomsen. Ich bin erster Offizier der Gorchfock. Meine Personenkennziffer lautet... Gut, Sie wollen es wohl nicht anders. Marie, das Skalpell, bitte. Ja, hören Sie schon auf. Hören Sie auf. Eigentlich ist es sowieso egal. Also, wir lagen vor Portimao und wurden natürlich sofort nach Kiel zurückbeordert, als die Seuche ausgebrochen ist. Aber als wir da ankamen, war die Lage schon völlig außer Kontrolle. Keine Marineführung mehr. Die Bundeswehr, die Sicherheitskräfte, Polizei, alles nur noch ein chaotischer Haufen. Jeder wollte nur noch seine eigene Haut retten. Naja, und wir dann auch. Ich bin nicht stolz drauf. Wir haben uns bewaffnet, sind an Land und haben so viel Proviant wie möglich an Bord geschafft und dann nichts wie weg. Wieso haben Sie Helgoland angesteuert? Wieso? Wir wollten hier erst mal verschnaufen. Überlegen, wie es weitergehen soll. Die Lage sondieren. Sie haben von Flüchtlingen geredet, die Sie an Bord genommen haben. Wieso haben Sie das gemacht? Das waren Leute, die mit Schlauchbooten unterwegs waren. Völlig aussichtslos. Wir haben es nicht geschafft, sie zu ignorieren. Wir sind Marine. Also haben wir sie aufgenommen, wenn keine Anzeichen der Infektion zu sehen waren. Trotzdem haben wir sie erstmal unter Deck in Quarantäne gesteckt und ja, irgendwer muss das Virus tatsächlich in sich gehabt haben. Oh mein Gott, die Schreie aus dem Frachtraum werde ich nie vergessen. Wie viele Leute waren da unten? An die 100. Die waren da auch noch eingesperrt, als das Schiff gesunken ist. Übrigens, die Sache ist die, diese Dinger, die sind bereits tot. Die ertrinken nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich aus dem Frachtraum befreien und an Land kommen. Ihr seid alle geliefert. Jeder hier auf der Insel ist bereits tot. Ihr wisst es nur noch nicht. Warum seid ihr nicht abgehauen, als Olaf hier seine Diktatur aufgezogen hat? Abhauen? Womit? Alle, die konnten, hatten sich schon mit einem Boot abgesetzt. Bis auf die Ade gibt's hier keinen schwimmenden Untersatz mehr, der es noch bis zum Festland schaffen könnte. Die Ade ist auch nur ein kleiner Forschungskutter und für den Küstenbereich vorgesehen. Mit der kommt man auch nur bei ruhiger See rüber. Und Olaf kontrolliert die Treibstoffvorräte. Im Boot ist nie mehr Sprit als unbedingt notwendig. Seine Cessna ist zwar immer vollgetankt, aber von uns kann keiner fliegen. Wir wüssten eh nicht wohin. Die Überlebenschance auf dem Festland ist gleich null. Die Durchseuchungsrate beträgt nach unserem letzten Kenntnisstand etwa 70%. Das war vor 2 Tagen, Gott weiß, wie es jetzt aussieht. Wie kommst du auf diese Zahlen? Wir hatten Funkkontakt mit einem Ermittler der UNO, die wohl immer noch von einem französischen Flugzeugträger aus operiert. Ein Typ namens Gary Lane. Der hatte den Auftrag, den Ursprung der Seuche zu finden. Den Patienten Null? Genau. Gary hat gesagt, die ursprüngliche Annahme der WHO, dass es sich um ein mutiertes Tollwutvirus handelt... Das hat Professor Klein auch gesagt. Professor Klein? Ein Virologe. Er ist tot. Er war derselben Ansicht. Gary hat allerdings gesagt, dass diese Annahme falsch war. Einen Patienten Null gibt es nicht. Er ist davon ausgegangen, dass es sich um eine persistierende Infektion handelt. Also eine Art Schläfervirus. Genau. Ein Virus, das permanent im Menschen verankert ist und unter bestimmten Umständen ausbrechen kann. Sowas wie Herpes. Das würde bedeuten, dass wir alle infiziert sind. Nicht alle. Nur etwa 90% der Weltbevölkerung. Und genau wie Herpes ist das Virus vererbbar, hat Gary gesagt. Es existiert bereits seit Tausenden von Jahren und bricht in unregelmäßigen Abständen immer wieder aus. Das erklärt auch bestimmte archäologische Funde. Nur waren diese Ausbrüche in der Vergangenheit immer lokal begrenzt und konnten schnell eingedämmt werden. Da gab es auch noch keinen Massentourismus und keine Globalisierung. Moment mal, was für archäologische Funde? Ich bin bei meiner Arbeit immer wieder auf merkwürdige Massengräber gestoßen. Meine Kollegen und ich waren aber bislang der Meinung, dass es sich dabei um Ritualmorde oder Fälle von Kannibalismus handelt. Inzwischen bin ich da anderer Ansicht. Ich war zum Beispiel an Ausgrabungen in Vanuatu beteiligt. Wir haben an die 60 3000 Jahre alte Skelette gefunden, bei denen der Kopf abgetrennt wurde. Und zwar, nachdem sie gestorben waren.
Ähnliche Funde gibt es in Syrien. Dort hat man vor 10.000 Jahren Leichen wieder ausgegraben, um ihnen den Schädel abzuschlagen. In der Pfalz hat man zum Beispiel die sterblichen Überreste von über 500 Menschen entdeckt, die allesamt bis auf die Knochen abgenagt wurden. Viele hatten eingeschlagene Schädel. Offenbar gab es einen heftigen Kampf. Wir gehen davon aus, dass etwas Ähnliches passiert ist wie jetzt, dass sich die Lebenden gegen die Toten gewehrt und zunächst meist verloren haben. In der Folge wurden die Verstorbenen in der Regel getrennt von ihrem Kopf bestattet. Überall auf der Welt, völlig unabhängig voneinander. Die einzelnen Kulturen konnten nichts voneinander wissen. Ein ungelöstes Rätsel bis heute. Und du glaubst tatsächlich, dass das alles Ausbrüche von Zombie-Epidemien waren? Nicht das Z-Wort verwenden. Wie tötet man die Toten? Man muss diesen Dingern den Kopf abschlagen oder zumindest zertrümmern. Das Gehirn muss zerstört werden. Und genau das tun die Menschen, wenn die Seuche ausbricht. Seit Tausenden von Jahren. Ich bringe ihn um, das miese Schwein. Ich schwöre bei Gott, ich mach Olaf kalt. Arne, was ist los? Wo ist Sven? Sven ist... Er hat's nicht geschafft. Das ist diesem Wichser scheißegal. Wir werden hier alle krepieren. Jetzt beruhig dich erstmal. Was ist passiert? Wir sind in einen der Laderäume getaucht und haben alles, was wir finden konnten, in die Netze gepackt. Hast du die Kiste, Arne? Ja. Ich denke, das war's. Das Netz ist voll. Ihr könnt hochziehen. Alles klar. Wie viel Sauerstoff habt ihr noch in den Flaschen? Für eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Ich denke, wir sollen jetzt abbrechen. Ihr macht weiter! Das ist Wahnsinn. Wir sind schon fast 2 Stunden hier unten. Das verstößt gegen alle Taucherregeln. Ich scheiße auf die Taucherregeln. Ihr macht weiter! Wartet mit dem Nächsten rauf. Hier ist verrammelt. Wir brauchen einen Brecheisen. Mit dem nächsten Netz unterwegs. Dieser Irre wird uns doch umbringen. Das hab ich gehört. Habt ihr das Eisen? Ja. Ich breche jetzt die Tür auf. Anne, hilf mir mal. Ja. Was zum Henker? Scheiße, was ist das? Wie sehen die aus? Was sind das für... Sven! Das ist... Wir müssen rausgehen, ne? Wir müssen weg, ne? Ich konnte ihm nicht mehr helfen. Diese Dinger haben ihn in Stücke gerissen. Ich weiß gar nicht, wie ich da rausgekommen bin. Und Olaf meinte nur dazu, dass ich morgen wieder runter muss. Zusammen mit dir, Knut. Was, mit mir? Das kann er vergessen. Ja, das kann er vergessen. Nichts in der Welt. Du kannst es dir aussuchen, Arne. Das... Oder das Loch. Sind Sie verrückt? Nehmen Sie die Waffen runter. Tritt zum wahren Glauben über und dir wird nichts geschehen. Ein Prediger mit einer Maschinenpistole. Haben Sie so Ihre Schäflein bekehrt? Doch. Ich hab's dir gleich gesagt, Prediger. Die ist unbelehrbar. Ich sage, wir schmeißen sie zusammen mit den anderen ins Loch. Maria hat recht. Die macht uns nur Ärger. Und den Archäologen hätten wir schon längst verklappen sollen. Wozu ist der überhaupt gut? Olaf, ich mach dich kalt. Arne, verflucht! Ihr habt Arne erschossen! Das war unklug, Hans. Arne hätten wir noch gut gebrauchen können. Er hat es provoziert. Kannst du tauchen? Wie sollen wir die restliche Ladung aus der Gosch fortbekommen? Wir haben noch Knut, oder nicht? Das könnt ihr vergessen. Da lasse ich mich lieber gleich erschießen. Moment mal, Gosch Fock? Was ist mit der Gosch Fock? Wir könnten das Wrack bei Flut sprengen. Das Zeug wird dann an Land gespült. Hoffe ich jedenfalls. Das könnte funktionieren. Die Gorch Fock ist hier vor Helgoland gekentert? Gekentert worden, wohl eher. Ihr Irren, habt die Gorch Fock versenkt? Was ist mit der Besatzung passiert? Die sind tot. Entweder ertrunken oder erschossen, habe ich recht? Eine unpopuläre Maßnahme. Aber letzten Endes wir oder die, nicht wahr? Was machen wir jetzt mit denen? Schmeißen wir sie ins Loch? Das eilt nicht. Wir stecken sie erstmal zu Thomsen. Da haben sie Zeit zum Nachdenken. Los, Ranga! Finger weg! Das muss Thomsen sein. Die Uniform. Er kommt von der Gorch Fock. Was ist mit ihm? Keine Ahnung, ich sehe ihn mir mal an.
Ist er... Nein, er lebt. Er ist nur ohnmächtig. Seht ihr die Prellungen im Gesicht? Die haben ihn zusammengeschlagen. Olaf wird uns alle umbringen. Wir müssen hier weg. Und wie? Selbst wenn wir es hier rausschaffen, das Boot und das Tanklager sind bewacht. Was ist mit der Cessna? Die kann doch keiner von uns fliegen. Ich kann fliegen. Schlag mich tot. So ein Schiedwetter. Ich främe hier den Arsch ab. Ja, aber was Mut, Dad, Mut. In Sicherheit gut fair. Sicherheit? Ich scheiß auf die Sicherheit. Ich sag's hier im Vertrauen rein. Mit dem Olaf und seine Bagage hätten wir uns nie einlassen sollen. Den hat uns der Düvel persönlich auf den Hals gehetzt. Oh, sorry, dat man nicht so dich. Der soll alle Lieden für Männer ohne Gatt kommen. Soll er mich doch ins Loch stecken? Ich hab die Schnauze aber sowas von voll. Ich geh mal eine Stange abstellen. Sag mal, Hein, ist deine Alte immer noch sauer, weil ich hier einen Schnaps gesoffen hab? Scheiße, wo kommt die denn auf einmal her? Ein, lauf nicht weg! Ein! Der Flugplatz liegt auf der Düne. Einen Kilometer vor der Hauptinsel im Wasser. Wie kommen wir darüber? Wir nehmen eins von den Ruderbooten. Zeit für die Fütterung der Raubtiere. Hans, pass auf, dass sie keine Dummheiten machen. Knut, du nicht. Was soll das? Was habt ihr... Ja, Knut! Schnauze, mitkommen. Aber was ist mit Knut? Der bleibt hier, den brauchen wir noch. Im Gegensatz zu euch. Los jetzt! Und ich sah, wie der Himmel sich öffnete. Und siehe, da war ein schwarzes Pferd. Und der auf ihm saß, war mit einem blutgetränkten Gewand bekleidet. Und er rief, gefressen werden soll das Fleisch von den Sündigen, den Abtrünnigen und von all jenen, die sein Wort nicht anerkennen und Unfriede stiften unter den Gläubigen. Hosianna. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabsteigen und in seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Halleluja! Halleluja! Und er warf sie in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit sie die Völker nicht mehr verführen konnten. Und ihr Fleisch ward gefressen von den Toten. Hosianna! Und die Toten kamen nicht mehr zum Leben, sondern blieben bei den Frevlern in der Dunkelheit tief unter der Erde. Halleluja! Halleluja! Und über jene, die über sie richteten, hatte der zweite Tod keine Gewalt, denn dieser ward besänftigt durch das Fleisch der Gerichteten. Halleluja! 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 So sprecht denn nun. Was soll geschehen mit jenen, die stehen am Pranger des Herrn? Ins Loch! Ins Loch! Ins Loch! Ins Loch! Ins Loch! Den Dorn! Den Dorn sind ohne Walken! Den Dorn! Was sagt er? Er sagt, die Toten sind im Land gekommen. Hein, wir sind alle erledigt. Was machst du hier? Du solltest Wache am Strand schieben. Wo ist Ansgar? Tja, hoher Ansgar fräten. Sie haben Ansgar gefressen. Aber tja, abäden. Kein Grund zur Panik, meine Brüder und Schwestern. Schick ein paar Mann an die Treppe, Marie. Gib ihnen Waffen. Und denk dran, immer auf den Kopf zielen. Ihr Bastarde. Was machen wir mit denen? Du hast das Urteil gehört. Schmeiß sie ins Loch. Hans, Hein, begleitet unsere Gäste zu ihrem neuen Domizil. Tja, aber... Und hör endlich auf, dieses grauenhafte Kauderwelsch zu sprechen. Lecken Pepper, Olaf. Mein Halunder, Nordic Menene. So, Freunde. Das ist das Ende der Fahnenstange. Ich hoffe, ihr amüsiert euch gut da unten. Genug Gesellschaft habt ihr jedenfalls. Das mag ich nicht mehr. Lord Jim Frey, Hans, oder ich stieg die den Berf der Kant weg. Auf einmal wird er aufmüpfig. Den Arsch willst du mir wegschießen? Vielleicht solltest du vorher entsichern. Was? Oh, Idiot. Fällt auf den dämlichsten Trick der Welt rein. Gunnar, du nimmst den Schlüssel. Schließ auf.
Und jetzt aufmachen. Hein, du kannst dich gleich deinen neuen Freunden anschließen. Es ist stockdunkel. Wenn wir nicht sehen können, können die uns auch nicht sehen. Wie viele von den Dingern sind hier unten? Keine Ahnung. Vielleicht 30. Vielleicht mehr. Das war's dann wohl. Noch haben sie uns nicht bemerkt. Man wird keinen Lock geben. Psst, seid mal leise. Hört ihr was? Nee, nichts. Eben. Irgendwas stimmt nicht. Hört denn hier keiner ein Feuerzeug? Ich hab Streichhölzer. Hein, im Loch mit den anderen. Was? Wieso? Er hat plötzlich sein schlechtes Gewissen entdeckt. Wollte den anderen helfen. Hat mit dem Gewehr auf mich gezielt. Die Lage gerät hier langsam außer Kontrolle. Rosmarie? Hält mit ein paar Männern die Treppe. Der Rest dieser Feiglinge hat sich in die Kirche verzogen. Wir sollten sie einfach niederbrennen, mitsamt dem ganzen Pack darin. Dann wären wir auch dem Prediger los. Immerhin hat er uns mit seinen Bibelsprüchen geholfen, die Leute hier im Zaum zu halten. Wo willst du hin? Zur Treppe, was sonst? Die Sache hier ist gelaufen. Ich habe mit Marie schon darüber geredet. Wir hauen ab. Hier trennen sich unsere Wege. Schade nur, dass du hier ohne mich nicht wegkommst. Ich bin der Mann, der fliegen kann. Schon vergessen? Ich scheiß auf dich. Wir schnappen uns das Boot. Das kann ich nicht zulassen. Und was willst du dagegen machen? Mich erschießen? Du sagst es. Oh, ich bin im Arsch. Scheiß Viech hat mich erwischt. Seit wann sprichst du Hochdeutsch? Ach, Lümmer, ich lasse mir auch von Olaf nicht vorschreiben, wie ich zu schnacken habe. Da kommen noch mehr. Ich lock sie weg. Ich bin sowieso schon tot. Sieh zu, dass ihr in einen der Schutzräume kommt. Hey, Jim, dear. Jim, komm mal den Brustbecken. Hier, meine Ecken. Hau schon ab. Los, da lang. Den Gang runter. Ich kenne die Anlage wie meine Westentasche. Haltet euch an mir fest. Hier links, da müsste es sein. Ja, los. Rein jetzt, hier. Hier unten haben die Helgoländer den letzten Bombenangriff auf Deutschland erlebt. April 45. Als sie wieder nach oben kamen, war die Insel ein Trümmerfeld. 7000 Bomben in anderthalb Stunden. Ja. Die Vorstellung, hier unten verschüttet zu werden, lebendig begraben, nicht mehr rauszukommen. Tja, so wie wir. Immerhin haben wir ein Plumpsklo. Das ist die einzige Möglichkeit. Die Aborte sind mit den Entwässerungsschächten der Insel verbunden. Ich soll mich in ein Loch zwängen, in das andere reingeschissen haben? Hier hat seit 45 niemand mehr geschissen. Also los, worauf warten wir noch? Und? Wo ist Hans? Keine Ahnung. Ich dachte, er wäre bei dir. War wohl doch keine so gute Idee, die Gorch-Fock zu versenken. Wo sind die anderen? Die Feiglinge sind abgehauen. Allein können wir die Treppe nicht halten. Ich habe kaum noch Munition. Wir müssen hier weg. Da ist wohl eins von den Biestern in eine Sprengfalle gelaufen. Auch so eine grandiose Idee von dir. Die Treppe können wir nicht nehmen, wenn wir uns absetzen wollen. Und über einen anderen Weg fliegen wir in die Luft. Dann müssen wir die Insel wohl halten. Thomsen hat von 100 Infizierten gesprochen. Mit denen sollte man doch fertig werden. Bist du blind? Wenn die Wirte erstmal auf dem Oberland sind, sind wir erledigt. Das war meine letzte Kugel. Der Prediger hat eine Karte. Er weiß, an welchen Stellen die Sprengladungen liegen. Was? Wir müssen zur Kirche. Und Hans? Hans ist bestimmt auch da. Och. Das hier sind die Entwässerungsschächte. Wir müssen bloß noch dem Luftzug nachgehen. Also? Wie hat es dieser Irre eigentlich geschafft, die ganze verdammte Insel unter Kontrolle zu bringen? Hat sich denn niemand gewehrt? Nein, vom Festland kam eine Katastrophenmeldung nach der anderen. Und eine schlimmer als die andere. Moment. Hier lang.
Und den Menschen, die auf der Insel zurückgeblieben sind, ist klar geworden, dass sie nirgendwo mehr hingehen konnten. Dass sie früher oder später verhungern würden. Alte Rivalitäten sind dann ausgebrochen, die Leute sind sich gegenseitig an die Gurgel gegangen. Ja, und dann kam der Mann mit dem Plan. Genau. Olaf hat in all dem Chaos den Überblick behalten. So hat es zumindest ausgesehen. Er hat eine Treibjagd auf die Infizierten organisiert, die Vorräte rationiert, das Oberland abgesichert, den Leuten eine Aufgabe gegeben. Und Hoffnung. Auch wenn die Welt untergeht, wenn alle an einem Strang ziehen, kann man es schaffen. Das war Olafs Message. Soweit klingt das ja auch ganz gut. Das fanden die Leute auch, aber nicht alle waren mit seinem, sagen wir mal, Führungsstil einverstanden. Was mit denen passiert ist, das könnt ihr euch ja denken. Und welche Rolle hat der Prediger bei dem Ganzen gespielt? Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Sie sagen es, Thompson. Die Menschen haben seine kruden Heilsverkündigungen aufgesogen wie ein ausgetrockneter Schwamm. Der Prediger und Olaf, das war die perfekte Kombination. Zusammen haben sie es geschafft, eine Art Massenpsychose auszulösen. Anders lassen sich die Vorgänge hier gar nicht erklären. Ist es noch weit? Prediger! Lass uns rein! Ich bin's, Olaf! Mit Marie! Und wer schützt die Treppe? Keiner. Die Feiglinge sind abgehauen. Wir haben kaum noch Munition. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie hier sind. Und dann sollten wir weg sein. Wir brauchen den Minenlageplan. Wo ist Hans? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, er wäre hier, Olaf. Vielleicht hat er sich alleine abgesetzt. Oder hat es versucht und ist in die Luft geflogen. Hans würde nie ohne mich gehen. Und er ist auch kein Trottel, der sich blindlings in ein Minenfeld stürzt. Wir müssen ihn suchen. Dafür bleibt keine Zeit. Prediger, den Plan. Und dann nichts wie weg. Ich komme nicht mit. Was? Ja. Ich bleibe bei meiner Gemeinde. Ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen. Hans hatte recht. Du bist wirklich völlig übergeschnappt. Ach. Gib mir den Plan. Ach, du hast Hans also noch gesprochen? Wo? Ich hab ihn nicht gesehen. Wie oft denn noch? Lass mich doch mit diesem Weichei in Ruhe. Du lügst doch. Wo ist er? Er wollte sich absetzen, statt die Insel zu verteidigen. Wir befinden uns im Krieg. Wer desertiert, wird erschossen. Du mieses... Das würde ich nicht tun. Im Gegensatz zu dir habe ich noch Kugeln im Lauf. Entweder komm mit oder stirb hier mit den anderen. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht ist es besser, wenn du vorgehst. Wer weiß, ob der Plan korrekt ist. Du benutzt mich als Minenhund. Hier. Der Plan ist korrekt, Marie. Keine Sorge, dir wird nichts geschehen. Und jetzt geht. Ich habe meine tägliche Andacht zu halten. Endlich. Frische Luft. Los, weiter. Wir müssen zur Mole. Gunnar. Ja? Was ist mit Knut? Der Mann muss selbst sehen, wie er klarkommt. Er hat recht. Ihr seid doch Freunde, oder nicht? Wir können ihn doch nicht einfach hier zurücklassen. Sven und Arne waren auch meine Freunde und ich konnte ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es zurück aufs Oberland schaffen, die haben Waffen, wir nicht. Wir können von Glück sagen, wenn uns keiner von den Infizierten erwischt. Tut mir leid, Lady, aber wir haben keine Wahl. Entweder er bleibt zurück oder wir sterben alle. Mir gefällt das genauso wenig wie dir, aber so ist nun mal die Situation. Das ist eine Scheißsituation. Da vorne ist die Mole. Keine Infizierten zu sehen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zur Kirche. Hört ihr, der Prediger läutet die Glocken. Sie werden von dem Geräusch angelockt. Schnappen wir uns das Ruderboot und dann nichts wie rüber zur Düne. Daraus wird nichts, meine Lieben. Haha, nun sieh dir dieses Gesicht an. Marie, im Zorn entflammt, kommen die Wangenknochen erst richtig zur Geltung. Fick dich ins Knie, Olaf. Riech ich da etwa Ärger im Paradies? Nach was sieht es denn aus, Gunnar? Das Schwein hat Hans erschossen. Und mich braucht er vermutlich nur noch zum Rudern. Aber nicht doch, meine Liebe. Ich nehme die Ade. Das ist viel komfortabler. Und ihr vier hier werdet sicher schnell Freundschaft schließen. Knut! Gott sei Dank! Wie bist du da rausgekommen? Knallen Sie das Schwein ab, Knut! Der älteste Trick der Welt. Soll ich mich jetzt umdrehen? Darauf falle ich nicht rein. Manchmal sind die ältesten Tricks die besten. Verdammt. Wer hat dich freigelassen? Dein alter Kumpel, der Prediger. Und er war so nett, mir eine Waffe in die Hand zu drücken.
Das Gewehr, Olaf. Her damit. Er hat noch eine Pistole. Die nehme ich. Und wo wir gerade dabei sind, den Schlüssel für die Cessna. Dann müssen wir das Ding nicht kurz schließen. Der wird euch nichts nützen. Ohne mich kommt ihr hier nicht weg. Was soll das heißen? Er hat das Flugzeug mit einer Sprengladung versehen. Wenn ihr damit startet, geht ihr hoch. Und da nur ich weiß, wie man das Ding entschärft, haben wir wohl eine Pattsituation. Ich würde eher sagen, ein Mexican Standoff. Hans, du lebst. Mehr oder weniger. Es hat mich übel erwischt, aber bevor ich abtrete, nehme ich das Schwein mit über den Jordan. Hans, ich... Ich treffe, wenn ich schieße. Oh. Hans. Marie, ich... Oh, Hans, nein, du darfst nicht sterben. Nein. Das Miststück hat ja richtig Gefühle. Ohne Olaf bleibt uns wohl nur noch die Ade. Los, wir tanken sie voll und dann nichts wie weg hier. Knut! Knut, was ist los? Ich bleibe hier. Was, aber warum? Ich wurde auf der Treppe gebissen. Geht. Ich mach die Leinen los und genieße dann noch ein bisschen den Sonnenaufgang. Ich störe ja nur ungern, aber der Schuss hat wohl einige von unseren Freunden angelockt. Prediger und seine Gemeinde. Die sehen ziemlich angefressen aus. Aufs Boot, schnell! Wo ist das Miststück abgeblieben? Marie? Keine Ahnung, ist egal jetzt. Das Miststück will ohne uns abhauen. Scheiße, mein Arm! Die nächste Kugel geht in den Kopf! Knut! Los, oh mein Gott, Knut! Wie wäre es, wenn mich mal jemand losbinden würde? Immerhin sitzen wir alle in einem Boot. Halt die Klappe, Miststück. Leute, ich bekomme hier was über Funk rein. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle. Das schwimmende UNO-Hauptquartier, von dem Gary erzählt hat. Unsere Position ist derzeit 59 Grad 6 Minuten Nord, 3 Grad 8 Minuten 17 Sekunden Ost. Das ist von der norwegischen Küste. Etwa 250 Seemeilen von hier. Seid doch mal ruhig. Wenn Sie sich an Bord eines Schiffes oder Flugzeuges befinden, mit dem Sie unseren derzeitigen Standort erreichen können, wir bieten Ihnen eine sichere Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung und militärischen Schutz. Over. Hallo, Charles de Gaulle. Hier ist die Ade. Charles de Gaulle, hier ist die Ade. Können Sie mich hören? Over. Sie antworten nicht. Wir können sie zwar empfangen, aber unser Sender hat nicht genügend Reichweite. 250 Seemeilen. Schaffen wir das mit einer Tankfüllung? Ja, kaum. Aber vielleicht kommen wir nah genug an, damit sie uns empfangen können. Wenn wir in Küstennähe bleiben, finden wir vielleicht noch eine Möglichkeit zum Auftanken. Eine Menge vielleicht. Wir wissen noch gar nicht, ob die de Gaulle dort bleibt, wo sie jetzt ist. Ich denke, das werden wir herausfinden. Oder hat jemand eine bessere Idee? Nicht? Na dann, Kurs Nordost. Soweit die Planken tragen. Die Infektion 2, die Insel, von Robert Weber. Es sprachen Claudia Luise Helm, Olaf Viktor Neumann, Hans Norman Matt, Marie Janina Sachau, Gunnar Torben Kessler, Knut Winfried Peter Goos, Thomsen Matthias Lea, Prediger Thomas Balu Martin, sowie Patrice Cuvier, Richard Hucke, Volker Lippmann, Harald Mack und Philipp Scheppmann. Technische Realisation Günther Kasper, Regieassistenz Jasmin Schäffler, Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.